Kann das gesund sein? 12 Kilo in 3 Monaten abnehmen. Herzlich willkommen, mein Name ist Henry Zell und willkommen in diesem neuen Video. In diesem Video geht es darum, ist das gesund, in kurzer Zeit, also in 3 Monaten, 12 Wochen, insgesamt 12 Kilo oder mehr abzunehmen, Fett zu verbrennen? Ist das realistisch? Ist es überhaupt noch gesund oder sollte man es lieber sein lassen? Ich zeige sehr oft auf Instagram, in meinen YouTube-Videos, haufenweise Kundenresultate, zeige meine Transformation von meiner Freundin, wie teilweise 12 Kilo in 3 Monaten abgenommen wurde. Und sehr oft kriege ich da Nachrichten oder Anfragen von Leuten, die sagen, ey Henry, ich finde das cool, ich möchte es auch, aber ich will, dass es gesund ist. Ich denke, in 3 Monaten, das ist viel zu ungesund. Und in dem Video will ich das Ganze mal aufklären. Ich verstehe, woher das kommt, dass man denkt, dass das Ganze ungesund ist, weil man hat keinen Bock, dass die Gesundheit darunter leidet. Man will weiterhin fit sein, man will gesund sein. Man will vor allem auch den Jojo-Effekt, der dann eventuell am Ende kommen könnte, vor dem man Angst hat, den will man vermeiden. Man will sein Traumgewicht einmal bekommen, natürlich auf eine effektive Weise, aber sein Traumgewicht dann auch für immer behalten und dann nicht wieder zurückschießen. Und deswegen haben viele Angst davor, dass es schnell geht. Zusätzlich haben viele Angst davor, dass wenn sie so viel Gewicht in so einer kurzen Zeit verlieren, dass sie dann sich nur abhungern müssten, dass sie irgendwelche Shakes nur trinken könnten oder fast gar nichts mehr essen oder nur richtig hungern müssten. Ich kann dir versichern, wenn du das glaubst, dann liegst du extrem falsch und das ist kompletter Bullshit. Es gibt da draußen hunderte Diätformen mit irgendwelchen Abnehmshakes, mit Hungern, mit großem Verzicht und natürlich gibt es sau viele ungesunde Sachen, wo man irgendwelches Fasten macht, wo man eine Woche lang gar nichts isst, das ist natürlich nicht immer das Gesündeste. Aber das heißt nicht pauschal, dass man in 12 Wochen nicht 12 Kilogramm oder mehr abnehmen könnte und dass es nicht auf gesunde Weise gehen würde. Ich zum Beispiel habe vor 12 Wochen eine Diät gestartet und habe in diesen 12 Wochen über 12 Kilogramm abgenommen. Von 115 auf jetzt 103. Ist das jetzt gesund? Ist es jetzt ungesund? Nein, überhaupt nicht. Prozentual gesehen, wenn man sich das Ganze betrachtet, ist ein Kilo pro Woche, was ja 12 Kilo in 12 Wochen, ist ja ein Kilo pro Woche, die ich abgenommen habe, nicht mal 1%. Es ist deutlich weniger als 1% meines Körpergewichts pro Woche. Und es ist vollkommen gesund. Ich fühle mich fit, ich fühle mich gut. Auch wenn du 90, 80 oder vielleicht sogar 70 Kilo wiegst, kannst du durchaus in diesem Zeitraum sehr viel abnehmen und auch viel Fett verbrennen. Und es muss nicht ungesund sein. Schau dir meine Freundin Sarah an. Sie war so meine erste Coaching-Klientin und wir haben es geschafft, von 64 auf 52 Kilo runterzukommen. Und das in ungefähr 12, 14, 15 Wochen. Also insgesamt 12 Kilogramm abzunehmen. Das Ganze auf eine gesunde Weise, auf eine fitte Weise. Sie fühlt sich jetzt fitter und gesünder, als sie damals war. Das Ganze ist nicht pauschal ungesund. Es gibt nur ungesunde Wege. Das heißt, in dem Moment, wo du auf alles verzichtest, wo du einfach nur gar nichts mehr isst, das ist natürlich ungesund. Weil dann kommt auch der Jojo-Effekt. In dem Moment, wo du hungern musst, in dem du nur noch das ganze Zeit das Gleiche essen sollst, das ist natürlich Verzicht und das macht gar keinen Sinn. Das ist natürlich ungesund. Aber in dem Moment, wo du eine gesunde Ernährung reinbaust, die natürlich dafür sorgt, dass du im Kaloriendefizit bist, mehr Energie verbrauchst, als dein Körper zur Verfügung hat, etc. und du dadurch abnimmst, aber auch noch gewährleistest, dass du eine sehr hohe Bewegung hast jeden Tag, das heißt, viel in Bewegung sein, das muss nicht Cardio heißen, sondern einfach eine grundlegend hohe Bewegung, dann ist es vollkommen okay. Das Ganze ist dann auch gesund und ohne Jojo-Effekt und langanhaltend und nachhaltig. Du siehst es bei Sarah, ich habe sie vor über 4 Jahren begleitet und gecoacht und sie hat diesen Traumkörper immer noch. Mittlerweile braucht sie mich nicht mehr und sie macht auch keine krassen Diäten mehr. Oder auch hunderte andere Frauen, die ich gecoacht habe. Das ist nicht notwendig, dass man danach einen Jojo-Effekt hat, nur weil man schnell abnimmt. Das ist Bullshit. Du musst nur daran glauben, dass du es auch schaffen kannst. Natürlich, wenn du denkst, es ist maximal 1 Kilo in 4 Monaten möglich, auf der Waage zu verlieren, dann ist natürlich klar, dass du nur 1 Kilo maximal verbrennen wirst. Aber wenn du denkst, okay, und wenn du weißt, du kannst Woche für Woche effektiv auch mal teilweise mindestens 1 Kilo, wenn nicht sogar teilweise 2 oder 3 oder sogar mehr abnehmen pro Woche und du arbeitest wirklich daran, du hast eine hohe Bewegung, du machst eine Ernährung, die für dich passt, dann ist es locker möglich und auch gesund. Ich garantiere für die meisten, die dieses Video jetzt hier schauen, ist eine Abnahmerate von 1 Kilogramm pro Woche auf der Waage durchaus realistisch. Für die meisten mehr. Natürlich, wenn du jetzt 50 Kilo wiegst und 45 runter willst, dann empfiehlt keiner 1 Kilo pro Woche. Aber für die meisten ist es möglich, weil halt einfach gerade im Bauchbereich, in den Oberschenkeln, hier in den Armen, da ist noch relativ viel Fett da. Und das macht viel aus. Deswegen, ich habe 12 Kilogramm abgenommen in 12 Wochen oder sogar in 11 Wochen und ich werde auch noch weiter abnehmen. Das geht easy. Und das, obwohl ich vorher schon definiert war und jetzt nicht einen dicken Bauch hatte. Also zusammengefasst, es ist gesund, es ist auch für dich machbar. Du musst vor allem dran glauben, du brauchst eine Ernährung, die für dich passt und außerdem eine Bewegung durch das Training, dass das Training auch optimal ist. Denn wenn du es nur mit Ernährung machst, dann kann es ungesund sein. Aber wenn du ein Training einbaust, dann geht es klar.
Das heißt nicht, du musst Cardio machen, was auch immer, musst du nicht, aber Bewegung einbauen, die für dich in deinen Alltag reinpasst. Wenn du jetzt genau wissen willst, wie das Ganze bei dir funktionieren soll, dann kannst du dich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir oder einem Experten aus meinem Team bewerben. Klick unter diesem Video den Link, da kommst du auf eine Seite, da kannst du dich einfach kostenlos für ein Beratungsgespräch bewerben. Dann können wir mal schauen, wo du so stehst aktuell, was das Ziel ist und können schauen, ob du für ein Coaching geeignet wärst und ob wir dir helfen können. Falls da noch kein Link steht, dann klick einfach auf Instagram, schreib mir eine DM auf Instagram, vielleicht hast du da Glück. Ansonsten klick einfach auf den Link und bewirb dich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal, dein Coach Henry. Ciao.